Hallo, dieser Turm steht in Jena seit über 40 Jahren. Und wenn man da hochklettert, dann kann man einen wunderschönen Blick ins Saaletal werfen. Man sieht die Häuser der Stadt. Wenn man straffer nach unten guckt, dann sieht das schon fast aus wie ein Stadtplan. Ich sehe die Straßen, die Stadtkirche, das Rathaus, den Marktplatz. Und ja, die Touris bekommen so einen Stadtplan. Keine Bildchen drin, sondern Straßennamen. Und ich will jetzt mal von der Bushaltestelle zum Roten Turm. Ich zeichne mal geradeaus die Verbindungslinie. Die Strecke möchte ich jetzt wissen. Wie lang ist das? Lineal ran 10,5 cm. Aber die 10,5 cm sind auf der Karte, nicht in der Wirklichkeit. Der Maßstab heißt 1 zu 5000. Das heißt, dass 1 Zentimeter auf der Karte sind 5000 Zentimeter in der Wirklichkeit. Naja, das schreiben wir uns mal ein bisschen schöner. So, wir haben also Karte und Natur. 1 Zentimeter auf der Karte sind also 5000 Zentimeter in Wirklichkeit. Ich will aber wissen, wie viel 10,5 Zentimeter der Karte sind, und schon habe ich meinen Proportionsansatz. Ein kleiner Trick: die 5000 Zentimeter rechne ich noch um in 50 Meter. Das macht sich nachher besser bei der Rechnung. Okay, super Werkzeug. Fragezeichen ist gleich. Und wer steht diagonal zum Fragezeichen? Der eine Zentimeter ab in den Keller. Die beiden anderen Größen kommen auf den Bruchstrich. So, das ist jetzt was für den Taschenrechner. Vorher kürzen wir nochmal die Zentimeter raus und es bleibt nur noch Meter als Maßeinheit fürs Ergebnis. Der Taschenrechner liefert 525 Meter, weiß ich schon, als Ergebnis. Und damit habe ich meine erste Aufgabe gelöst. Mathematisch sauberer Antwortsatz wäre 525 Meter, ist die, ja, aber jetzt direkte Entfernung zwischen diesen beiden Punkten. Wenn ich da lang laufe, dann muss ich nicht quer durch irgendwelche Häuser gehen, dann gehe ich die Straßen lang und dann wird der Weg ein bisschen länger. Also in einem vernünftigen Antwortsatz sollte eigentlich so 550, 600 Meter als zu laufende Entfernung zwischen den Punkten sein. Okay. Nächste Aufgabe. Jetzt haben wir eine richtige Straßenkarte, also keinen Stadtplan mehr. Von dem Maßstab wissen wir jetzt 1 zu 1.250.000. Das macht man so bei vielen Landkarten, taucht der auf. Und 1.250.000 Zentimeter, das ist aber kein schöner Wert. Wir streichen mal zwei Nullen und sagen, das sind 12.500 Meter. Und wenn wir die letzten drei Stellen nochmal wegnehmen, haben wir dann 12,5 Kilometer. Das denke ich ist gescheiter. Also 1 Zentimeter auf der Karte, 12,5 Kilometer in der Wirklichkeit. Und damit können wir jetzt hantieren. Wir wollen von Jena nach Leipzig. Und wenn ich das abmesse, sehe ich auf der Karte 6,3 Zentimeter. Und mit den Werten kann ich die Entfernung von Jena nach Leipzig jetzt ausrechnen. Also, 1 Zentimeter sind 12,5 Kilometer in der Wirklichkeit. 6,3 Zentimeter auf der Karte sind wie viel Kilometer in der Wirklichkeit? Okay, schon geht's wieder los. Fragezeichen ist gleich. Und diagonal zum Fragezeichen steht 1 Zentimeter. Also in den Nenner damit. 6,3 Zentimeter steht jetzt auf dem Bruchstrich und die 12,5 Kilometer auch. So, Zentimeter kürzen sich. Taschenrechner liefert 78,75 und die Maßeinheit Kilometer sehen wir da oben noch. Okay, hier wieder das gleiche Spiel. Beim Antwortsatz sollten wir nicht ganz so pingelig sein mit dem Ergebnis. Das ist mathematisch korrekt gerechnet. Aber ich fahre ja auch nicht querfeldein, sondern benutze Straßen und die Autobahn. Und da wird der Weg
ein Stückchen länger sein, also ich schätze mal so 80, 85 Kilometer ungefähr, sollte man schon für die Entfernung von Jena nach Leipzig rechnen.